Feld. Julia von Lager, ich bin die Mama von Vivi, Sie kennen uns ja. Ja. Ich muss Sie ganz dringend sprechen, das ist ganz, ganz wichtig. Wo ist meine Tochter? Vivien ist nicht hier. Wie, die Vivien ist nicht da? Ich habe sie gestern hierher gebracht. Bin ich nie hier erschienen. Ich bin extra eine Stunde mit ihr hergefahren und sie ist da runtergelaufen mit ihrem Gepäck. Sie ist nicht da, sie wäre doch sonst bei uns. Also ist gar nicht hierher gekommen. Ich will die jetzt suchen, die muss hier irgendwo sein. Hallo? Geht's noch? Bleiben Sie doch mal stehen jetzt. Ich bleibe nicht stehen. Vivien ist nicht hier. Was verstehen Sie denn daran nicht, bitte? Vivi, ich bin da. Sie ist nicht hier und wir wissen auch nicht, wo sie ist. Natürlich. Wieso verstehen Sie das denn nicht? Ich verstehe es nicht. Sie spinnen doch total. Die ist hier irgendwo. Vivi! Ist nicht hier. Lassen Sie mich jetzt in Ruhe, das ist ja eine Frechheit. Jetzt reicht es mir mit Ihnen, das gibt's doch nicht. Kommen Sie mal mit. Lassen Sie mich los. Es reicht jetzt, kommen Sie mit. Nein, Sie kommen mich nicht einsperren. Lassen Sie mich raus. Du gibst doch nicht. Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. Wie ist die? Julia? Julia. Ja, eine Julia. Genau, eine Julia. Hallo. Guten Tag, die Polizei. Hallo. Eine Frage. Eine Julia. Nachname ist gerade unbekannt. Von der hat Julia. Uns, ja, hat uns angerufen. Die ist hier drin. Ja. Ist die hier? Die hat die Stimme erreicht. Hier gibt es sogar keinen Empfang. Also die 110 kann man immer wählen. Ja, also sie hat 110 auch ohne Empfang. Das funktioniert. Aber sie ist hier? Sie ist hier, ja. Ihr geht's gut? Ich kann es Ihnen gerade zeigen. Ja, gerne. Das wäre super. Die Polizeikommissare Michael Smolik und Can Yildiz wollen die Mutter fragen, was vorgefallen ist. Die Frau muss aus einem ganz bestimmten Grund dringend zu ihrer Tochter. Von vorne. Sie sind die Julia von der? Ja. Sie haben die dort eingesperrt. Ja. Warum? Genau, die Dame kam rein, wollte zu ihrer Tochter. Die ist gar nicht hier, hat die alle verrückt gemacht. Natürlich ist sie hier. Die ist total frisch gedreht, wie Sie sehen. Ich habe sie kurz eingesperrt. Ich wollte jetzt nichts Unrechtes tun, tut mir leid. Aber, ja, haben Sie aber ja, getan. Einen Menschen einsperren, Reizberaubung, sind wir ganz, ganz schnell in dem Tatbestand drin. Das wissen Sie, ja? Ja. Ihre Tochter, ja, wie heißt die? Vivien, die ist hier? Natürlich, die ist hier. Was macht die hier? Urlaub oder wegen was? Was ist das überhaupt? Hier ist ein Basketballcamp, das ist der Trainer und sie wollte das Wochenende hier an dem Camp teilnehmen. Okay. Und ich muss ihr was ganz Wichtiges bringen und sie sagen alle, dass sie nicht da ist. Was Wichtiges bringen? Was dann? Ja, meine Tochter hat Diabetes Typ 1. Diabetes? Ja, oh. Und sie hat ihre Insulinspritzen zu Hause vergessen. Wissen Sie das nicht? Das muss ich wissen als Trainer. Wieso weiß ich davon nichts? Ja, Mensch, sie hat es noch nicht so lange. Vielleicht verstehen Sie ja, dass sie das auch ein bisschen unangenehm ist. Sie wollte es nicht an die große Glocke hängen. Aber nichtsdestotrotz ist es lebenswichtig, dass sie Insulin bekommt. Ja, natürlich. Wie viele Teilnehmer habt ihr denn hier? Wir sind fünf. Fünf. Und ich als Trainer. Eins, zwei, drei. Es fehlen noch zwei. Ja, schön. Wo ist? Ist schon noch einer verloren gegangen? Wer fehlt? Ein Mann da. Wir sind jetzt was ist mit dir? Kann ich Ihnen nicht sagen. Nein, morgen war die noch da. Morgen war sie noch da. Ja. Wenn wir hier zwei vermisste Jugendliche haben und einen Trainer, der eine Aufsichtspflicht hat, dann stellt uns schon die Frage, ob er dafür charakterlich geeignet ist, wenn er nicht mal in der Lage ist, auf zwei Jugendliche aufzupassen. Und dann haben wir ja noch die anderen befragt, die anderen Jugendlichen, und die haben ja wirklich auch gar nichts gesehen. Also eher im Gegenteil, die haben uns ein bisschen confused gemacht. Und zwar haben wir nicht verstanden, die junge Dame wurde hier gar nicht angetroffen. Die Mama sagt uns, sie hat sie hier definitiv abgelassen, aber weder der Trainer noch die anderen Mädels haben hier unsere vermisste Person gesehen. Und das ist schon komisch und dem müssen wir jetzt nachgehen. Wie ist denn hier die Übernachtungsmöglichkeit? Ich meine, ihr habt doch bestimmt irgendwie ein Zimmer, oder? Ja. Die Vivien hat die auch ein Zimmer? Die Vivien hat auch ein Doppelzimmer. Ein Doppelzimmer? Mit wem ist sie? Mit mir ist sie auf dem Zimmer. Mit Ihnen? Mit mir ist sie auf meinem Zimmer. Okay. Ah, okay. Die Beamten wollen überprüfen, ob in dem Zimmer der vermissten 15-Jährigen Sachen von ihr zu finden sind. Das würde belegen, dass sie tatsächlich im Camp ist. Das Ergebnis ist eindeutig. Ihre Tasche. Ihr Zimmer. Fassen Sie mal bitte, nichts anfassen, bitte. Kommen Sie einmal kurz hier durch. Der Handy. Und die Insulinspritze. Ja, das ist das Messgerät. Ach so, das ist das Messgerät? Ja. Also es ist definitiv ihr Zimmer. Das heißt, obwohl es hier war oder nicht. Das ist auch Ihre Tasche, ja? Ja, natürlich Ihre Tasche. Mit der ist sie gestern los. Fahndung, sofort rausgeben am besten. Ja. Sieht wie folgt aus. Da wir jetzt hier eine Person haben, die wirklich Diabetes Typ 1 haben, müssen wir jetzt wirklich alles dafür tun, dass wir die Dame jetzt hier wiederfinden. Ich kenne das aus dem privaten Gebrauch, das kann echt unangenehm werden. Das heißt, dass Sie uns dann bitte jetzt auch mithelfen. Und egal, was Ihnen vielleicht noch mal einfällt, wir brauchen jegliche Information zu der Dame hier. Oder auch besser gesagt, wo die andere Dame ist. Die Dame war hier nicht. Sie war nicht hier. Ich weiß nicht, was die Tasche hier macht. Sie hat sich bei mir nicht gemeldet. Und sonst, ich weiß auch überhaupt nicht, wo sie sein könnte. Keine Ahnung. Ihnen ist schon bewusst, dass das für
mich und meinen Kollegen hier sehr seltsam ist, dass wenn wir hier reinkommen und solche Sachen sehen und sie die ganze Zeit sagen, sie war nicht hier. Das finde ich genauso seltsam. Ich weiß es wirklich nicht. Also, vielleicht. Okay. Ich habe sie nicht gesehen. Was ist mit dem Handy? Ist das vielleicht im... Also, ihr teilt euch nochmal, ne? Also, ihr teilt euch ein Zimmer. Du hast sie nicht gesehen? Ich habe sie nicht gesehen. Hast du denn ihre Sachen hier reingetragen? Nee. Also, ich wusste doch nicht, dass sie hier drin waren. Ich hab nicht gesehen. Das ist also jetzt das alles. Da hier nicht. Vor allem, wenn das jetzt hier liegt, das ja. ist echt dringend. Ja. Wir sollten vielleicht sogar überlegen, ob wir eine Hundertschaft holen. Hier ist ein Wald, Hunden, Hubschrauber, okay. alles. Okay, dann koordinieren wir das alles. Okay. Geht nicht anders. Ich verstehe einfach nicht, was hier los ist. Ohne ihr Insulin ist Vivian in Lebensgefahr. Ich mache mir solche Sorgen um meine Tochter. Die Polizei muss sie unbedingt finden. Michi, ja. Ich gebe auch, dass Sie, können Sie uns mal ein Foto geben, dass der Kollege das einmal kurz auch durchgehen kann, wie die Dame aussieht? Die Kommissare alarmieren Verstärkungskollegen, die die Mutter der Erkrankten sowie den Trainer und die Basketballspielerinnen zur eingehenden Befragung auf die Wache befördern sollen. Die Mutter will aber vor Ort suchen. Ihr kommt einfach absolut nachvollziehbar, warum wir Sie auch bitte bitten, mit auf die Wache zu kommen, weil irgendeine Information, die Sie haben, die könnte wirklich Gold wert sein. Das heißt, die Kripo-Beamten können Sie da wirklich noch mal geschult nachfragen und vielleicht fällt Ihnen ja irgendetwas ein, dass wir hier wirklich den Sachverhalt auflösen können. Wir verstehen das, dass Sie um Ihre Tochter besorgt sind, hier sein möchten. Alles gut, verstehen Sie, aber verstehen Sie mich auch, gucken Sie mich mal an. Verstehen Sie, dass Sie hier nicht weiterkommen? Wenn Sie hier sind, das hilft uns gerade nicht. Ja, Sie können hier nichts, vor Ort nichts machen. Die Hundertschaft kommt, die Hubschrauber kommen. Wir machen alles. Wir haben alles angefordert, was geht. Wir arbeiten mit Wärmebildkameras, wir arbeiten mit Spürhunden, wir arbeiten mit wirklich kompetenten Leuten. Noch ist unklar, ob die beiden vermissten Basketballerinnen Opfer eines Verbrechens wurden. Fakt ist aber, dass die Diabetikerin dringend Insulin benötigt. Andernfalls könnte sie in ein Koma fallen. Um den Grund ihres Verschwindens zu ermitteln, befragen Kriminalkommissar Vincent Berger und Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert die Mutter. Da können doch nicht zwei Kinder, zwei Mädchen. War da schon mal irgendwann irgendwie so im Verein? Schon mal weg oder irgendwie sowas? Genau, schon mal für ihre Tochter, dann hat die einen Freund, irgendwie hat sie andere Interessen. Oder keinen Bock auf Basketball vielleicht, ne? Ja. In dem Alter kann man sagen. Nein, sie wollte unbedingt dabei sein bei dem Camp. Okay. Und sie ist eigentlich auch wirklich verlässlich. Sie hört auch auf Autoritätspersonen und klar, sie ist ein Teenager, aber trotzdem, sie würde nicht einfach wegrennen. Merkwürdig, dass ihr Handy da auch liegt, ne? Ja, ja. Das nehmen wir dann wirklich immer mit, auch sie. Gut, nimm mir den Coach da. Hier würde ich sagen, nimmst du den mal zur Brust? Unbedingt. Ja, du kommst ja in den Raum, dann kriegst du ja alles mit. Genau. Die Ermittler halten es für sehr unwahrscheinlich, dass niemand die Diabetikerin gesehen hat. Vor allem der Trainer hätte ihr begegnen müssen. Er ist schließlich verantwortlich für die Jugendlichen. Wollen die Vivian nicht gesehen haben, die in ihrem Camp war? Wie ich schon gesagt habe, die ist nie bei mir angekommen. Und ich weiß auch nicht, wo sie ist. Vivian ist halt nicht die zuverlässigste Person. Die tut öfter das Training schwänzen oder kommt zu spät und hat auch generell ein Autoritätsproblem. Hä? Autoritätsproblem? Meine Tochter hat kein Autoritätsproblem. Sie hört immer, wenn man ihr was sagt. Ich weiß nicht, was das jetzt für eine Masche sein soll. Ich dachte einfach, sie lässt das Camp sausen. Und damit habe ich es einfach sein gelassen. Nun, doch, und so auch ruhig gar da nicht erst nach. Hm? Nein, ehrlich gesagt, nein. Ja. Dann gehen wir mal raus. Ich habe ja noch die Spielerin da, wenn sie nichts mehr haben. Zwei der Sportlerinnen sind erst 14 Jahre alt und wollen nur in Anwesenheit ihrer Eltern vernommen werden. Ihr gutes Recht. Bis zu deren Eintreffen befragt Vincent Berger deshalb die 16-jährige Zimmergenossin der Vermissten und deckt Ungereimtheiten auf. Ich wäre ja eigentlich mit der Vivian auf dem Zimmer gewesen, aber da die nicht da gewesen ist, war ich dann alleine, ne? Hab meine Tasche abgestellt und dann haben wir uns alle im Gemeinschaftsraum getroffen, haben uns ein bisschen umgeguckt, haben dann uns abends hingesetzt und ne, dann halt den Abend verbracht nach der Teambesprechung. Und da wunderst du nicht, dass die Vivian nicht da ist. Würdest du dich da auch wundern, oder? Wenn jetzt irgendwie die Zimmernachbarin fehlt, oder? Ja, ist halt die Vivian, ne? Also das sind wir alle gewohnt von der, dass die Vivian mal blau macht. Oder ist sie mal nicht beim Training, weil sie ja so Bauchschmerzen hat. Oder die Vivian kommt nicht und sagt gar nichts mehr. Da fragt man nicht mehr nach, da akzeptiert man das. Und als die Mutter von ihr vorhin gesagt hat, die hätte die ja abgesetzt, verstehe ich gar nicht, was sie da redet. Wir haben die Vivian alle nicht gesehen. Was mit der Marlene? Warum ist sie denn auch weg? Ja, was mit der Marlene ist, mit der habe ich nichts zu tun. Da weiß ich nichts von. Die war heute Morgen nicht mehr da. Gestern Abend saß sie noch mit bei uns. Kann ich auch gerne zeigen. Ich habe ein Bild gemacht. Da kann ich auch beweisen, dass die Vivian nicht dabei war. Hier, das waren wir gestern Abend. Nach der Teambesprechung. Okay, Trainer. Ja, genau. Und wer hat ein Foto gemacht? Ja, das ist ein Selfie. Also haben wir gemacht. Das ist ein Selfie? Das ist ein Selfie, ja. Das ist kein Selfie.
Ja, also. Ich kenne Safe, macht man so, da sieht man noch einen Arsch. Entschuldigung. Ich meine, so ein Retro-Safe, wie sagt man denn? Selbstauslöser. Ja, genau das. Mhm. Und wie hast du das Retro-Selfie gemacht? Ja, wir haben das Handy halt ins Regal gestellt. Also auf der anderen Seite von uns war halt ein Regal, da kannst du das Handy reinstellen. 10 Sekunden Selbstauslöserzeit, lächeln, Foto gemacht. Der Kriminalkommissar will die Aussage der jungen Frau durch Michael Smolik und Jan Yildiz überprüfen lassen. Die Beamten sind zum Camp zurückgefahren, um die Suche vor Ort zu leiten. 15:20 für den 32:16. Ja, hört. So, Michi, check mal bitte im Gemeinschaftsraum. Wir haben hier ein Foto gesehen. Da müsste irgendwie ein Schrank stehen. Und da guck mal bitte, ob da man auf dem Regal ein Handy abstellen kann. Und dann ein Foto in Richtung Fenster schießen kann. Da müsste auch so eine Pflanze stehen. Ja, klar, mach ich das damit. Du bleibst ja hier. Ja, ich bleib hier. Perfekt, bedankt. Michael Smolik stellt fest, dass in dem Raum kein Schrank steht. Er informiert Vincent Berger zudem darüber, dass im Schlafraum der Vermissten ein Bettbezug fehlte. Durch eine indirekte Befragungstaktik deckt der Kriminalkommissar eine Lüge der 16-Jährigen auf. Nochmal einen ganz anderen Bereich. Zu Hause. Wenn du bei deinen Eltern bist und im Zimmer, wie schläfst du dann so? Im Bett wahrscheinlich, denke ich mal, ne? Ja, ne? Beziehst du da dein Bett oder schläfst du im Schlafsack? Entschuldigung, was? Ist das Bett bezogen? Ja, natürlich. Mhm. Warum ist dein Bett nicht in deinem Zimmer bezogen, was du bewohnt hast in dem Camp? Das Bett ist da noch ganz normal. Ohne Bettwäsche, nix. Tut mir leid, ich habe was ganz vergessen. Es war spät gestern Abend, wirklich, tut mir leid. Nee, wir haben ja Karten gespielt im Gemeinschaftsraum und ich habe das wirklich vergessen. Ich habe dann bei den anderen Mädels, sind wir noch hingegangen, weil wir sollten im Gemeinschaftsraum dann Ruhe machen, ne? Waren ja noch andere Gäste da im Hotel. Und ja, dann sind wir aufs Zimmer von ihr gegangen und haben da noch ein bisschen gespielt, bis wir dann so müde waren. Ne? Und dann habe ich mich dort, mein Bett hatte ich ja noch nicht bezogen, habe ich das Bettzeug genommen, habe mir dort noch ein Bett bezogen, haben wir dann zusammen geschlafen. So war das, sorry. Das soll ich jetzt glauben? Du hast jetzt wohl vergessen. Man kann sich mal vertun. Bei Beschuldigten verstehe ich, warum sie uns anlügen. Sie möchten einfach nicht für ihre Straftaten belangt werden. Aber wir haben hier eine vermisste Person oder zwei. Und dann lügen uns hier die Mitspielerin an und der Trainer. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum? Normalerweise sollte man ja nach ihr suchen und sie das Teammitglied auch vermissen. Von daher habe ich das von vorne bis hinten noch nicht verstanden. Ja, du hast ja die ganze Story mitgehört. Das ist Bullshit ja hoch 10, ne? Das gibt's doch nicht. Also die lügen doch von vorne, ganz ehrlich. Die Kripo-Kommissare folgern, dass die 16-jährige Sportlerin etwas verheimlicht. Auch dem Trainer misstrauen die Polizisten. Zeit, beide unter Druck zu setzen. Neuer Raum, neuer Kollege. So, neues Glück. So, jetzt haben sie die Chance, endlich mal auszupacken, weil so geht's nicht weiter. Diese junge Mutter vermisst ihre Tochter. Ich weiß nicht, haben Sie auch Kinder? Nein, haben Sie keine Kinder, aber Sie haben die ganze Zeit mit Jugendlichen zu tun. Sie können sich vielleicht in die Lage versetzen, in der die Frau sich befindet, oder? Versuchen Sie das mal ein bisschen. Das Mädel hat Diabetes, ist vermisst und Sie sind eigentlich dafür verantwortlich. Und Sie wissen auch mehr, als Sie uns gesagt haben. Jetzt tun Sie nicht so. Lächerlich ist, wie Sie sich hier verhalten. Vor allem das mit dem Foto. Das ist auch gelogen. Das hat jemand gemacht. Die Kollegen haben sich die Örtlichkeit angeguckt. Und das Foto, so wie er gemacht hat, kann gar nicht geschossen. Da ist gar kein Regal. Das ist ja Bullshit. Vielleicht haben die das ja umgestellt. Weiß ich, wie oft die da ihre Möbel umstellen. Ja, genau, stimmt. Unsere Kollegin ist bekannt, dass sie immer noch Räume nehmen, ja, in Einsätzen nochmal umstellen. Ja, die Hotelbesitzer natürlich. Mhm. Ja. Das Mädchen war überhaupt nicht in ihrem Zimmer heute Nacht. Ja. Und das merken sie gar nicht. Was war da gestern Abend? Wenn wir das Mädchen finden, dann ist tot. Wissen Sie, ihre Kappe. Wissen Sie was? Wissen Sie was? Wenn Sie jetzt nicht auspacken, ne, dann sehe ich klar, ganz klar, dass Sie nie wieder in Ihrem Leben irgendwem trainieren. Mann, sie war gestern noch da, okay? Ach, jetzt haben wir das gesehen. Was heißt, sie war gestern da? Sie war gestern noch da zum Abendessen. Wir haben noch zusammen gegessen. Sie hat auch was gegessen. Sie haben Abend gegessen. Wir haben zusammen gegessen und sind dann abends noch joggen gegangen, spät abends. Ja. Und wenn sie ist halt. Dann braucht sie ihre Insulinspritze. Lassen Sie mal jetzt mal ausreden, junger Mann. Die Vivian ist immer langsamer geworden. Ich habe mir natürlich wieder gedacht, dass sie wieder mal keine Lust hat, wie des Öfteren. Das heißt keine Lust. Wir sind halt weiter und irgendwann war sie nicht mehr hinter uns. Da haben wir uns gedacht, die ist wahrscheinlich zurück ins Hotel. Haben Sie nicht die Verantwortung, dann noch mal zu checken, was mit der eigentlich los ist? Oder nicht? Ich sagen können. Sag mal. Aber gut, er sagt ja, ich dachte, die ist im Hotel. Haben Sie geguckt?
Hören Sie mal, ich wusste wirklich nicht, dass die Diabetes hat. Das haben wir das erste Mal heute. Da weiß ich meine Frage. Haben Sie geguckt, ob die im Hotel ist? Nein, habe ich nicht. Wieso haben Sie nicht geguckt? Was haben Sie denn während der Zeit gemacht? Ich meine, wenn die schon zurückbleibt im Wald und Sie machen nachts da einen Waldlauf, dann müssen Sie doch wenigstens sich doppelchecken, ob die noch mal da ist irgendwo. Ja, ich und Sie sind ein Paar. Wer? Bitte? Was? Ich und Susi, wir haben die Nacht zusammen verbracht. Und Sie beide haben die Nacht zusammen verbracht? Ach, deswegen. Entschuldigung, das ist legal. Entschuldigung, das ist legal, ja? Ich bin 16 Jahre alt. Das ist dein Trainer, der hat eine Garantenstellung. Ich glaube nicht, dass deine Eltern an dieser Art von Sportverein gedacht haben. Das ist vielleicht für dich legal, für den aber nicht. So. Ich wollte halt nicht, dass es rauskommt. Das kann doch nicht sein. Deswegen erzähl uns die Story. Sie haben dann ja nichts mitgekriegt, dass sie überhaupt da geschlafen hat oder ja, nicht. Ja, soll ich denn jetzt einfach direkt sagen, ja, übrigens habe ich die Nacht mit meinem Trainer verbracht. Natürlich lüge ich. Ja, es geht doch um die Tochter, die hier verschwunden ist. Geht Ihnen da gar kein Licht auf mal langsam? Vor allen Dingen, Sie haben auch ein zweites Mädchen verloren, die Marlene. Wo ist denn die? Marlene war heute Morgen noch da. Die ist dann los, um sie zu suchen. Sind Sie gar nicht auf die Idee gekommen, die auch mal zu suchen, wenn die fehlt? Ja, ich weiß. Ich hätte sie auch vielleicht auch suchen sollen. Wir. Vielleicht? Vielleicht, ich sagt Angst er. Ich habe Angst gehabt, dass das alles rauskommt mit uns beiden. Oh, Scheiße, diese Mutter, weißt du, die sucht die ganze Zeit ihre Tochter. Die ist in totaler Sorge. Was? Und der hier ist ihm alles scheißegal. Will nur den Arsch retten. Kommen Sie mal mit. Die sind auf jeden Fall da. Ja, klar. Die bleiben noch hier. Ja. Und vor allen Dingen von. Kannst du dafür sorgen, dass die eine ID-Behandlung kriegen? Ja, ja. Und von ihr die Eltern anrufen. Ja. Die zuckerkranke Basketballspielerin ist seit mittlerweile 14 Stunden verschwunden. Vermutlich ist die 15-Jährige ohne ihr Insulin längst bewusstlos. Vor Ort gibt es wichtige Neuigkeiten. Grüß dich. Kriminalpolizei. Ja, hallo. Hi, was haben wir Neues? Was gibt's? Ja. Also wir haben eine Gesuchte gefunden. Ja. Etwa in dem Bereich. Zwei okay. Kollegen sind unterwegs. Ich sehe dich schon da hinten. Gerade. Ja, ja, die kommen schon. Ist das Ihre Tochter? Nein. Marlene. Sie ist aus Großbuchen. Hast du die gesehen? Ich laufe den ganzen Morgen schon durch den Wald, aber ich habe nichts. Nichts gefunden. Du hast keine gesehen? Nein. Ja. Habt ihr noch jemanden nein, gesehen? Nein, irgendwo? Nein, ich habe sie nicht gesehen. Ja, komm, dann, wo ist sie denn? Schauen wir doch noch mal bei dem auf die Drohne. Ja, schauen Sie mal bitte nach. Also wir haben jetzt nur den Bereich hier abgesucht, oder? Ja, hier, da und jetzt. Okay. Normalerweise ist es so, dass wir bei solchen Lagen auch einen Hubschrauber einsetzen. Wir hatten auch eine Hundertschaft hier im Einsatz an Suchtrupp sozusagen. Der Hummel oder der Hubschrauber konnte leider nicht von uns eingesetzt werden, weil im Duisburger Hafen gerade auch eine Großlage war und dort die Kräfte gebunden waren. Deswegen mussten wir auf Alternativen zurückgreifen. Glücklicherweise leben wir heute auch schon ja. In einem Zeitalter, wo man eine hochwertige Technik hat. Also von daher ist die Drohne immer wieder ein probates Mittel und die Polizei greift natürlich dann gerne darauf zurück und wir haben ja auch Erfolge, deswegen nutzen wir sie halt auch. Okay, gut, ein bisschen Abstand, ja, dann starte ich jetzt nochmal. Der Wald ist teilweise sehr unwegsam und über weite Strecken nur zu Fuß zu durchqueren. Auf einer kleinen Lichtung fällt den Ermittlern plötzlich etwas auf. Guck mal näher ran. Das ist auf jeden Fall eine Person. Ja. Wo ist das? Wo ist denn da? Das ist auch irgendeine Lichtung. Das ist von hier aus ungefähr 400 Meter in die Richtung. Die Richtung? Ja. Ist ja da, wo die Hütte war, dieser Weg. Da genau. Muss am Weg gewesen direkt sein. An, an so einer Kommt ihr dann mit dem RTW ran? Nee. Sicher? Genau. Ist zu maschig, zu nass. Nee. Ja, gut, ist ja egal, wir haben ja zwei. Dann nehmen wir einen von euch mit, am besten bei euch. Ja. Wir kommen ja mit unserem Wagen, wenn nicht, müssen wir an der Dress laufen. Okay, ich muss Sachen, kommt da so ein Hügel? Nee, Sie bleiben, wir kommen gleich mit. Los, komm her. Die 15-jährige Diabetikerin könnte bereits in ein lebensbedrohliches Koma gefallen sein. Jede Minute zählt. Der Sanitäter soll ihr das Insulin deshalb sofort am Auffindeort verabreichen. Oh, da ist sie. Hast du sie? Ja! Hallo. Wir sind von der Kriminalpolizei. Wie geht's dir? Kannst du auch. Ja? Alles gut. Wo ist der Sani? Wo ist der Sani? Ja. Check sie mal durch. Hä? Ja, die ist Diabetikerin, ne? Ja. Hast du dich verletzt auch noch? Wie geht's dir? Alles ist gut, ne? Ich misse einmal deinen Blutzucker, ja?
Willst du mit uns reden? Komm, atmen wir erstmal durch, ne? Ja, alles wird gut. Okay? Ganz kurz hoch. Ich stütze mich. Ich muss jetzt sofort ins Krankenhaus. Am besten fahren Sie mit. Ja. Wir haben nur Hilfsverschläge. Geht ihr aus unserem Rucksack? Ja. Ja, klar. Jungs, der Rucksack? Ja, danke. Ist da. Wir melden uns wieder bei Ihnen, ja? Alles Gute. Super. Wir fahren direkt raus. Ja. Gute Arbeit. Ja, würde ich auch sagen. Rettung in letzter Minute, ne? Ja, was war denn jetzt genau los? Der Coach, der hat ja, wie wir vorhin kurz angesprochen hatten, eine Wanderung gemacht oder einen Lauf im Dunkeln. Ja. So, da ist die Vivian, hat er gedacht, weißt du was, die hat eh keinen Bock und kann nicht mehr, die ist schon wieder zurück. Und die Susanne, die mit ihr auf dem Zimmer, deswegen hatte ich ja auch angefunkt, die Zimmernachbarin, die war mit dem Trainer beständig so knicknackmäßig. Verstehst du, was ich meine? Deswegen ist halt nicht aufgefallen, dass die weg ist. Ich hab dir doch noch gesagt, dass der Typ komisch erscheint. Minderjährig auch noch dazu. Mehr als komisch. Ja. Also der war die letzte Zeit Trainer, ist klar, das macht er nie wieder. Ne? Ja. Der Trainer wird wegen Verletzung der Fürsorgepflicht, Behinderung der Justiz und unterlassener Hilfeleistung belangt. Seine Freundin muss sich für ihre Falschaussage verantworten. Die junge Diabetikerin behält keine Folgeschäden zurück.